So, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir hatten das letzte Mal ein Thema bei Graphenalgorithmen abgehandelt, nämlich kürzeste Pfade in verschiedenen Variationen. Ich hatte Ihnen auf die übliche Art und Weise dann schon wie üblich geschrieben, was wir in diesem Fall heute betrachten werden. Das ist ein anderes Graphenalgorithmen-Thema, das sehr viele Ähnlichkeiten, aber auch sehr viele Unterschiede hat zu dem Thema, was wir letztes Mal betrachten. So, die Eingabe, die der Algorithmus bekommt, sieht fast genauso aus wie bei etwa Algorithmus von Dijkstra oder den anderen kürzeste Pfade-Algorithmen, mit einem wesentlichen Unterschied. Sie erinnern sich, dass hier immer so kleine Pfeilchen an den Zeichnungen waren, die sind jetzt nicht da. Das heißt, die Kanten sind ungerichtet, sie haben keine Orientierung. Denken Sie etwa am Straßenverkehr, eine Einbahn. Wir brauchen eigentlich Kanten mit Orientierung, wenn wir Straßenverkehr modellieren, Straßennetzwerke modellieren, nur deshalb, weil es Einbahnstraßen gibt, wo man in die eine Richtung fahren darf und in die andere Richtung tunlichst nicht fahren sollte. Gäbe es keine Einbahnstraßen, dann würden wir auch kürzeste Wegeprobleme auf ungerichteten Kanten lösen können, indem wir eben erlauben, eine solche Kante in die eine wie die andere Richtung gehen zu lassen. Ist jetzt kein Problem. Eine ungerichtete Kante bei kürzesten Wegen ist dasselbe wie beide gerichtete Kanten mit derselben Länge. Hier sind wir in Anwendungssituationen, in denen es tatsächlich typischerweise in beide Richtungen gleichermaßen geht, wo also eine Orientierung jeder Kante nicht unbedingt Sinn macht. So, das ist die Eingabe, ein ungerichteter Graph. Und die Ausgabe sieht so aus, okay, jetzt sind die Knoten alle grün geworden, das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass einige der Kanten, aber nicht alle der Kanten grün geworden sind. Was ist diese grüne Kantenmenge? Die Lösung des Minimalspannbaumproblems, des Min-Spanning-Tree-Problems. Diese grüne Kantenmenge hat die Eigenschaft, dass man von jedem Knoten des Graphen, des eingegebenen Graphen zu jedem anderen Knoten über grüne Kanten kommt. Also von E aus zum Beispiel hier hinten rum, da bis A oder bis B oder von E aus hier hinten rum bis J zum Beispiel. Von jedem zu jedem kommt man hin. Das heißt also, es ist zusammenhängend und wir wollen so wenig wie möglich solcher grünen Kanten haben. Das heißt also, das Ganze läuft darauf hinaus, dass das Ganze sich reduziert zu einem Baum. Denn wenn wir noch zusätzliche Kanten drin hätten, ja, hier eine zusätzliche Kante beispielsweise drin, dann könnten wir eine von diesen Kanten rausschmeißen und es wäre immer noch zusammenhängend. Zykel helfen uns nicht beim Zusammenhang. Wenn wir einen Zykel in den grünen Kantenmenge drin haben, nehmen wir eine Kante raus, der Rest, die grünen Kanten sind immer noch zusammenhängend. Also, wenn es darum geht, das Gesamtgewicht der grünen Kanten zu minimieren, dann wird das Ergebnis zügelfrei sein. So, also, was ist das Minimalspannbaumproblem? Was wir minimieren wollen, ist die Summe der Gewichte, die die einzelnen Kanten haben. Genauso wie beim kürzesten Wegeproblem. Was ist da die Länge eines Pfades? Das ist die Summe der Längen der einzelnen Kanten auf diesem Pfad. Und genauso hier, was ist das Gewicht, die Länge eines minimalen Spannbaums? Die Summe der grünen Kanten. Alle Knoten sollen erreicht werden in diesem Baum. Alle Knoten sind Knoten des Baumes. Und wie gesagt, zusammenhängend muss es sein und zykelfrei. Dieses zykelfrei ergibt sich bei positiven Kantenlängen automatisch. Also in konkreten Anwendungsfällen wird man typischerweise, nicht immer, aber typischerweise positive Kantenlängen haben. Wenn das der Fall ist, dann kann eine Lösung,
eine Menge von grünen Kanten, die ein Zyklus enthält, nicht optimal sein, nicht minimal sein, denn ich könnte jetzt irgendeine von den Kanten hernehmen, bekomme ein geringeres Gewicht und das Ergebnis ist immer noch zusammenhängend. Also können wir die Zykelfreiheit als geschenkt ansehen, zumindest so lange, wie natürlicherweise die Kantenlängen positiv sind. Dahinter diese Problemstellung wird, die ich jetzt hier skizziert habe und für die wir uns jetzt gleich Algorithmen ansehen, diese Problemstellung wird Ihnen im Informatikstudium und möglicherweise auch darüber hinaus öfters mal begegnen. Vielleicht nicht unbedingt in dieser einfachsten, reinsten Form, aber wird in Problemstellungen drinstecken als Kernproblem, mit denen Sie dann konfrontiert sein werden, beispielsweise in Net-Centric Systems. Wenn es darum geht, nicht nur einzelne Computer zu haben, sondern Netzwerke, sei es terrestrische Netzwerke mit Kabeln, Glasfasern oder ähnlichem, sei es mobile Netzwerke per Funk, WLAN und so weiter, dann stellen sich immer wieder Fragen dieser Art: Wir haben eine ganze Menge von einzelnen Geräten und wir wollen Verbindung zwischen diesen Geräten knüpfen. Natürlich möglichst billig. Also denken Sie, das sind terrestrische Geräte, Server etwa, und Sie wollen diese Geräte alle miteinander verbinden, sodass Sie Botschaften von jedem Einzelnen zu jedem anderen routen können. Dann kommen Sie ganz natürlicher Art und Weise zu solchen Problemstellungen, wo dann diese Kantenlängen nicht als Längen zu interpretieren sind, sondern als Kosten. Ja, eine Verbindung zwischen einem Server hier und einem Server da zu ziehen, kostet etwas. Die unterschiedlichen Möglichkeiten, Verbindungen zu ziehen, haben unterschiedliche Kosten. Und so ergibt sich natürlicherweise die Fragestellung, wie können wir diese Verbindungen ziehen, sodass alle Knoten mit allen Knoten verbunden sind. Diese Problemstellung variiert dann natürlich in der Praxis. Man wird teilweise redundant auslegen wollen, ja, wichtige Verbindungen, also zwischen zwei verschiedenen sehr wichtigen Knotenpunkten wird man vielleicht mehr als eine Verbindung haben wollen. Das sind dann alles Variationen der Problemstellung, die jetzt hier für die AOD zu weit gehen würden, mit denen Sie dann aber dementsprechend später konfrontiert sein werden. Hier geht es, wie auch bei den anderen Themen, immer darum, Ihnen das grundlegende Verständnis hoffentlich zu vermitteln, dass es Ihnen erlaubt, dann mit den verschiedenen Variationen, mit denen Sie dann später konfrontiert sein werden, kompetent umgehen zu können, sich einlesen zu können, Vorlesungen dazu verstehen können, Übungen bearbeiten, Bachelor-Thesis bearbeiten, was auch immer. So. Das ist die grundlegende Problemstellung und wir gucken uns zu dieser Problemstellung einen Algorithmus an, der heißt der Algorithmus von Prim, benannt nach seinem Schöpfer oder nach einem seiner Schöpfer. Und das Bild könnte Ihnen vielleicht so ein bisschen bekannt vorkommen, ein bisschen ähnlich zu den Bildern, die Sie für den Algorithmus von Dijkstra gesehen haben, und tatsächlich ist es auch so, dass diese beiden Algorithmen in gewisser Weise Zwillinge sind. Wenn man den einen Algorithmus gut verstanden hat, wird man den anderen Algorithmus auch gut verstehen können, aber Warnung: Ich hatte das öfters mal in mündlichen Prüfungen gehabt, mündliche Ergänzungsprüfung bei der AOD oder wenn die Thematik auch mal in späteren Lehrveranstaltungen zu sprechen kommt, habe ich öfters mal die Erfahrung gemacht, ich frage beispielsweise nach kürzesten Wegen Dijkstra und jemand fängt an mit Dijkstra und macht mittendrin plötzlich bei Prim weiter oder umgekehrt. Ich frage nach minimalspannenden Bäumen, nach Prim, derjenige fängt an mit Prim und macht irgendwo plötzlich dann mit Dijkstra weiter. Also es hat seine Vorteile, aber es hat auch seine Risiken, dass Algorithmen sich sehr ähnlich sind. So. Also erstmal der Unterschied ist natürlich weiterhin der beim Input, dass wir keine Orientierung der Kanten haben. Ein weiterer Unterschied, den muss ich Ihnen mündlich kommunizieren, weil er nicht in dieser Folie dargestellt ist, ist,
Wir haben ja keine natürlichen Startnoten. Bei kürzesten Wegen haben wir einen Startknoten, nämlich der Knoten, von dem wir aus eben den kürzesten Weg berechnen wollen. Hier haben wir keinen natürlichen Startknoten. Am Ende sollen ja alle Knoten gleichberechtigt in dem Baum drin sein. Heißt, wir wählen uns einfach irgendeinen Startknoten aus. Ist egal welcher. Ich habe hier den Knoten E gewählt. Ich hätte auch jeden anderen Knoten wählen können und der Algorithmus wäre analog genauso durchgegangen mit einer analogen Abfolge von Bilderchen. So, gut, also ich habe hier einen Startknoten gewählt. Und auch hier brauchen wir wieder eine Prioritätswarteschlange. Genauso wie bei Dijkstra, genau dasselbe Prinzip. Genau die drei Methoden, die wir brauchen, einfügen eines Elements ganz am Anfang, alle Knoten außer dem Startknoten, den wir beliebig gewählt haben, wo ich jetzt hier in dieser abstrakten Darstellung schon die Lücke gelassen habe, Minimum rauskriegen, also erstmal lesend, was ist das, der minimale Schlüsselwert, und das Element auch rausholen, extrahieren, und der dritte Punkt, Decrease Key, für einen gegebenen Knoten den Schlüsselwert verringern. Genau dieselben drei Methoden. Aber Sie sehen hier jetzt schon einen wesentlichen Unterschied. Oder sehen Sie hier? Nee, hier sehen Sie noch keinen wesentlichen Unterschied. Ich bitte um Entschuldigung. Auch hier wieder die beiden Knoten, die unmittelbar von diesem Knoten aus erreichbar sind, die haben die Kantenlängen und alles andere hat Wert unendlich. Die Semantik dieser Werte, dieser Schlüsselwerte, die da drin stehen in der Queue, wird aber eine andere sein. Das ist jetzt nach der Initialisierung, nach null Iterationen noch nicht so richtig klar, wird dann aber, denke ich, klar werden. Eine einfachere Semantik als bei Dijkstra. So, was passiert? Jetzt auch hier wieder, wie bei Dijkstra, wird in jeder Iteration ein Knoten grün. Und wir sind fertig, wenn alle Knoten grün geworden sind. Das heißt, wie bei Dijkstra ist die Anzahl der Iterationen vorher klar. Anzahl Knoten minus 1, weil der erste Knoten ja schon in der Initialisierung grün geworden ist. So, okay. Warum ist D jetzt grün geworden? Weil nach derselben Logik wie bei Dijkstra, wir nehmen uns immer den Knoten raus, der den kleinsten Wert hat, wo wir dann eben die Methode extractMin vom HeapSArray oder von einer anderen Implementation einer Prioritätswarteschlange dann eben verwenden. So, wir nehmen D und Sie sehen, dass es dann ein paar, ähnlich zu Dijkstra, ein Update, eine Aktualisierung gibt. Hier C bekommt den Wert 7 und hier sehen Sie jetzt den Unterschied zu Dijkstra oder einen wesentlichen Unterschied zu Dijkstra. Dadurch, dass D grün geworden ist, muss es eine Aktualisierung geben bei den beiden roten Knoten, die von D aus unmittelbar erreichbar sind, so wie bei Dijkstra. Der Unterschied ist, wie die Initialisierung aussieht, und zwar schlicht und einfach die Kantenlänge nur. Hier die 7, hier die 26, da unten irgendwo da. Das ist der Unterschied, also das ist ein Hauptunterschied, dass wir bei Dijkstra haben wir immer vom Startknoten aus die Länge bis zu jedem Knoten über grüne Zwischenknoten gespeichert als Schlüsselwert. Weil wir waren ja in den Längen von Faden interessiert, die vom Startknoten aus zu den einzelnen Knoten gehen. Passt schon irgendwie zusammen, so rein logisch, nicht? Hier sind wir aber nicht an Pfadlängen interessiert, wir sind daran interessiert, dass am Ende die Kanten, die wir als grün markiert haben, insgesamt als Summe minimal sind und wie da Pfade, welche Länge da irgendwelche Pfade in den grünen Kanten haben, ist vollkommen unwichtig. Also hier einfacheres Prinzip als bei Dijkstra, immer nur die Kantenlängen als Schlüsselwerte. Die kleinste Kantenlänge, um es genau zu sagen, von irgendeinem grünen Knoten zu diesem hier. Momentan haben wir in jedem Fall hier nur einen, das wird sich jetzt demnächst ändern. So, aus demselben Grund wird jetzt C gewählt und hier sehen Sie jetzt zum Beispiel, wir haben zwei Kanten von grünen Knoten zum O und das Minimum von den beiden wird genommen. Wieder nach derselben Logik, wir haben jetzt einen Wert 26,
C wird grün. Wir haben eine alternative Möglichkeit, von C aus nach O zu gehen. Diese alternative Möglichkeit ist kürzer, also nehmen wir die. Dieselbe Logik, falls kleiner, dann aktualisieren. Und so geht das dann im Prinzip immer weiter. Jetzt wäre, ach, hier ist auch noch mal ein Beispiel, F und E, C und E erreichen F, 5 ist das kleinere von den beiden, F wird jetzt genommen und so weiter und so fort. Das brauchen wir jetzt nicht alles durchzugehen. Es ist immer dieselbe Logik, dieselbe kleine Schleife. Wähle das Element mit kleinstem Schlüsselwert hier aus. Wenn es mehrere Elemente mit demselben kleinsten Schlüsselwert gibt, wie bei Dijkstra, können wir frei wählen, welches wir nehmen. Das färben wir dann grün, wie in dieser Iteration jetzt das H. Wo ist das H? Da oben. Das färben wir dann grün und aktualisieren dann die roten Knoten, die zu diesem neuen grünen Knoten unmittelbar benachbart sind, unmittelbar mit einer Kante verbunden sind. So, wie geht jetzt diese Methode weiter? Wir holen uns wieder den jeweiligen nächsten Knoten raus, den wir als grün dann markieren wollen, aus der Queue mit der Methode extractMin. Das war unsere Darstellung, Attribut, Boolsches Attribut finished an jedem Knoten dran. Das war die Art und Weise, wie wir hier in dem Code auch bei den kürzesten Pfaden immer modelliert haben, dass die Knoten grün sind, gleich true, oder rot sind, gleich false. Wir gehen völlig analog zu Dijkstra durch alle rausgehenden Kanten, also rausgehend in dem Fall alle Kanten, die an diesem Knoten dranhängen, das sind die inzidenten Kanten, das ist der Fachbegriff, holen uns den entgegengesetzten Knoten. Hier sehen Sie jetzt, wir haben jetzt ungerichtete Kanten statt gerichteten Kanten. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Implementationsdetail. Bei gerichteten Kanten war es so, wir haben von dem wir stehen auf dem Knoten, von dem aus die Kante rausgeht, kriegen von dem die Kante, so wie hier, und kriegen von der Kante deren Kopf als Attribut durch eine Methode zurück. Hier macht es Sinn, bei ungerichteten Kanten eine Methode einzuführen, die erwartet, dass einer der beiden Endknoten dieser Kante als Parameter übergeben wird und die als Rückgabewert dann den anderen Knoten, einen Verweis auf den anderen Knoten zurückgibt. Also sollte hier irgendwas Falsches eingegeben werden, null oder ein Knoten, der nicht zu dieser Kante gehört, dann würde man dafür eine Exception werfen oder irgendeine andere Fehlerbehandlung machen oder einfach ignorieren. Ansonsten wird der gegenüberliegende Knoten zurückgegeben. Und wenn der noch nicht grün ist, sondern rot, ganz analog zu Dijkstra, hier ist jetzt der wesentliche Unterschied. Wir fragen nicht ab irgendwas, sondern was Kompliziertes mit den Delta-Werten, wo da noch eine Addition drin notwendig ist, sondern wir fragen ganz primitiv ab, ob die Länge, die wir jetzt in dieser Kante haben, ob die besser ist als das, was momentan gespeichert wird. Und wenn das der Fall ist, dann geht es weiter wie bei Dijkstra. Wir setzen die Länge um auf die kleinere, neue Länge, wie wir es im Bild gesehen haben, und machen das Ganze natürlich auch in der Priority Queue, weil diese beiden Werte immer konsistent sein sollten. Die Länge im Knoten und die Länge, der Delta-Wert, der aktuelle Schlüsselwert in dem Knoten selber und in der Priority Queue. Man könnte natürlich auch den Wert hier, sich das hier sparen im Prinzip, aber es ist, denke ich, sinnvoll, das immer mitzuschleppen an beiden Stellen. Zum Beispiel hier, um nicht erst in die Priority Queue reingehen zu müssen, um das Delta auszulesen. So, jetzt geht's weiter. Also das ist natürlich nur ein Zufall,
dass hier jetzt die oberen Knoten alle grün geworden sind und die unteren noch alle rot sind. Also ganz zufällig ist es nicht, sondern das Beispiel ist so gewählt. Normal ist das natürlich nicht so. So, jetzt geht es einfach weiter und weiter. Sie sehen, ein Knoten nach dem anderen wird grün. So, wir müssen uns unterhalten darüber, wie üblich, was da eigentlich vor sich geht. Wieder wie üblich, nach so und so vielen Iterationen. Das ist dasselbe wie bei Dijkstra. Vor der ersten Iteration, also nach null Iterationen, gibt es einen grünen Knoten, unser Startknoten, den wir frei gewählt haben, und nach einer Iteration einen weiteren grünen Knoten, nach i Iterationen i weitere grüne Knoten. Auch das hier ist dasselbe, fast dasselbe wie bei Dijkstra. Dasselbe ist, dass die unerledigten Knoten in der Q drin sind. Der Unterschied ist die Semantik des Schlüsselwertes, mit dem die einzelnen Knoten in der Queue gespeichert sind. So, wenn Sie sich noch erinnern, das Ganze war viel komplizierter bei Dijkstra, die Formulierung der Invariante. Da war nicht noch ein weiterer Spiegelstrich, sondern noch zwei. Hier ist es sehr viel einfacher, hat es aber in sich. Nämlich, dass das, was wir nach i-Iterationen, nach beliebig vielen Iterationen als grüne Kanten haben, dass das sich zu einem minimal spannenden Baum erweitern lässt. Bitte? Okay, das ist eine sehr interessante, sehr wichtige Frage. Die Frage war, kann man nicht einfach die Invariante so formulieren, nach Iterationen ist auf den Knoten ein minimal spannender Baum. Meine Antwort dazu ist, ich werde ja unter anderem auch die Klausur und die Referenzlösung vom letzten Jahr einhängen. Und da habe ich gerade als Aufgabe gestellt, ein Gegenbeispiel für Ihre These zu basteln, ein möglichst kleines Gegenbeispiel. Also es reicht leider nicht. Gut. Das Schöne an dieser Invariante ist, dass da wieder automatisch folgt, dass das Ergebnis korrekt sein wird. Das ist ein bisschen von der Logik her von hinten durch die Brust ins Auge, aber ich denke trotzdem nachvollziehbar, nämlich Folgendes. Am Ende, wenn wir die entsprechende Anzahl Iterationen gemacht haben, ist das Ergebnis ein Baum. Zwangsläufig. Dafür brauchen wir gar keine Invariante. Also, weil wir haben immer einen Baum auf den grünen Knoten und hängen dann ein neues Blatt an. Ja, damit schließen wir keinen Zyklus. Es bleibt ein Baum und es bleibt natürlich immer zusammenhängend. Also das Ergebnis ist auf jeden Fall, da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen, da brauchen wir auch nichts drüber zu beweisen, das Ergebnis ist auf jeden Fall ein Baum. Warum ist es ein minimal spannender Baum? Nach dieser Logik, die grünen Kanten lassen sich auch nach der letzten Iteration zu einem minimal spannenden Baum erweitern. Und hier müssen wir natürlich, wie es in der Mathematik üblich ist, das Erweitern ein bisschen in Anführungszeichen sehen, nämlich, dass wir auch dann in einer Mathematik von einer Erweiterung reden, wenn die Erweiterung darin in nichts besteht, eine leere Menge von weiteren grünen Kanten. Und daraus folgt, wenn man das Wort erweitern in diesem Sinne versteht, nicht, wir hatten das auch schon in anderen Situationen, eine Summe über eine endliche Menge oder eine logische Aussage über eine endliche Menge ist wahr. Genauso hier, die Aussage ist wahr über eine leere Menge von grünen Kanten, um die wir das aktuelle Ergebnis erweitern nach der letzten Iteration. So.
Also die beiden Sachen zusammen ergeben dann das Endergebnis. Hier in dem Foliensatz wird das Ganze dann noch zu Ende geführt. Das brauchen wir uns jetzt nicht alles ansehen, weil es ja immer wieder dieselbe Logik ist, über die ich denke ich jetzt genug gesagt habe. Irgendwann ist die Queue leer und der Baum ist voll. Wenn der Graph nicht zusammenhängend ist, dann heißt das natürlich, wir werden nicht alle Knoten erwischen können. Ja, wenn es eine weitere Zusammenhangskomponente gibt, dann werden wir von diesem Startknoten aus nicht alle Knoten erwischen können. Das würde bedeuten, dass hier noch Knoten übrig bleiben, die den Wert unendlich haben, weil sie ja von keinem grünen Knoten aus erreichbar sind, wenn es dann an Zusammenhangskomponente sind. Was man dann machen könnte, wäre einfach unter den übrig gebliebenen Knoten einen neuen Startknoten zu wählen und dann in der Zusammenhangskomponente dasselbe nochmal zu machen. Und wenn dann noch Knoten übrig geblieben sind, weil es noch eine dritte Zusammenhangskomponente gibt, dann darin wieder Startknoten wählen und dasselbe machen und so weiter und so fort, bis man dann einen spannenden Baum in jeder Zusammenhangskomponente hat. Gut. Gibt es zum Ablauf des Algorithmus Fragen? So, dann müssen wir uns kurz mit dem Beweis beschäftigen. Vor allem dieser Punkt, dass sich das Ergebnis immer zu einem minimal spannenden Baum, jedes Zwischenergebnis, jede Menge von Kanten, die wir zwischendurch haben, von grünen Kanten, lässt sich immer zu einem minimal spannenden Baum erweitern. Denn das hier und das hier ist ja klar. Da brauchen wir uns einfach nur den Code anzusehen und stellen fest, ja, das ist so. Also dieser Punkt. So, Induktionsanfang, wie meistens in der Mathematik, aber nicht immer, recht einfach. Oder man könnte auch sagen, trivial. Die Menge der grünen Kanten ist leer. Und natürlich lässt sich eine leere Menge von Kanten zu einem minimal spannenden Baum erweitern. Ja, es gibt in einer leeren Menge von grünen Kanten gibt es keine grüne Kante, die nicht in einem minimal spannenden Baum dann am Ende drin wäre. Gut, also Induktionsanfang, soweit kein Problem. So, Induktionsschritt wieder. Irgendwo mitten reingegriffen, zufällig irgendwohin. Nach drei Iterationen, nach vier Iterationen, also der Schritt von i gleich 3 nach i gleich 4. Nach drei Iterationen haben wir diese Situation. Wir haben diese vier Knoten. Wir haben diese Situation hier. Und nach Induktionsvoraussetzung lassen sich diese drei Kanten zu einem minimal spannenden Baum erweitern. Ja, das ist immer wieder nochmal. Wir können blindlings als Blackbox davon ausgehen, dass für i gleich 3 die Aussage erfüllt ist als Induktionsvoraussetzung und müssen eben zeigen, von i nach i plus 1 oder von i minus 1 nach i, dass dann auch weiter, wenn es vorher erfüllt war, vor der Iteration, dass es auch nach der Iteration erfüllt ist. Das ist das Prinzip der vollständigen Induktion. So, wir wissen, was wir da gemacht haben. Die Frage ist, lässt sich das immer noch zu einem minimal spannenden Baum erweitern? Das ist der Punkt. Und da gucken wir uns das Ganze wieder schematisch an. Ja, bei Dijkstra haben wir versucht, auch den Kopf frei zu kriegen von dem Beispiel, von dem konkreten Beispiel und haben das Ganze ein bisschen schematisch gezeichnet und haben uns klar gemacht, dass die schematische Zeichnung repräsentativ ist, dass das also wirklich nicht irreführend ist, sondern die Wahrheit kommuniziert und hier so ähnlich. Wir haben jetzt irgendwann mittendrin ein Zwischenergebnis. Ist egal, wie es aussieht. Ich habe einfach das irgendwie gezeichnet, damit es gut auf den Foliensatz passt.
Mehr ist da nicht dahinter in dieser konkreten Struktur. So. Nach Induktionsvoraussetzung lassen sich diese grünen Kanten zu einem Minimalspannbaum erweitern. Das habe ich jetzt hier durch die gelben Kanten angedeutet. Das ist der Minimalspannbaum, zu dem sich nach Induktionsvoraussetzung die grünen Kanten erweitern lassen. Wir kennen diesen Minimalspannbaum nicht, oder jedenfalls jetzt noch nicht, mittendrin. Wir kennen ihn erst am Ende. Er muss auch nicht eindeutig sein. Es kann auch mehrere Minimalspannbäume geben. Das ist durchaus möglich. Also der Unterschied zwischen Grün und Gelb ist auf dem Beamer vielleicht nicht so gut sichtbar, aber auf dem Bildschirm ist er sehr gut sichtbar. Aber ich denke, es reicht jetzt auch für hier, nicht? Also, dass das Gelb so ein schmutziges Grün, naja, schmutziges Gelb-Grün ist, man kann es trotzdem erkennen, denke ich. So, wir haben diese gelben Kanten nicht in der Hand, wir wissen nur, dass sie existieren und dass sie zusammen mit den grünen Kanten einen minimalen Spannbaum ergeben. Nach Induktionsvoraussetzungen wissen wir, dass sie existieren. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir wählen ja jetzt als nächstes eine Kante. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir wählen zufällig eine von den gelben Kanten. Wir wissen nicht, welche die gelben Kanten sind. Also wir werden nie erfahren, ob wir eine der gelben Kanten gewählt haben. Dann ist alles paletti. Dann sind natürlich die restlichen verbliebenen gelben Kanten weiterhin hier eine Erweiterung auf MST, auf einen möglichen minimalen Spannbaum. Die Alternative ist, hier so nur angedeutet, dass wir eine Kante auswählen, das kann ja passieren, die keine von den gelben Kanten ist. Was passiert dann? Die gelben Kanten, also ich habe hier jetzt die Freiheit genommen, das Beispiel ein bisschen zu vergrößern. Nicht mehr die ursprünglichen gelben Kanten alleine, sondern jetzt noch mehr gelbe Kanten dazu zu nehmen. Also die Menge der Knoten und Kanten, der Graph ist größer geworden, um diesen Fall zu betrachten. So, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Kante eingefügt, die nicht zu den gelben Kanten gehört. Dann können wir jetzt nicht so ähnlich wie eben sagen, naja, ist doch alles paletti, denn mit den gelben Kanten würde sich ja hier ein Zyklus schließen. Aber der Punkt ist jetzt der, es gibt diese Kante E, die wir gewählt haben in dieser Iteration, und es gibt dann noch mindestens eine Kante auf diesem Zyklus, mindestens eine, E'. Also der Zyklus kann natürlich ein bisschen mehr mit den grünen Kanten so ineinander gemixt sein, dann würde es mehr als eine solche Kante E' geben, aber das habe ich natürlich nicht gezeichnet. Ich habe es lieber einfach gezeichnet. Hier gibt es in diesem Beispiel dann genau eine Kante E', die auch in Frage gekommen wäre, die der Algorithmus in dieser Iteration auch hätte wählen können, weil sie einen grünen Knoten mit einem roten Knoten verbindet. Das hier ist der grüne Knoten. Und das ist der rote Knoten. Die beiden sind durch E' verbunden. Er hat aber E gewählt und nicht E'. Wie kann das sein? Also zunächst einmal, wenn er E und nicht E' gewählt hat, heißt das zunächst mal, dass diese Kantenlänge kleiner als diese Kantenlänge ist oder die beiden sind gleich. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. E kann nicht länger sein als E', sonst wäre E' gewählt worden. E kann auch nicht kürzer als E' sein. Das würde der Voraussetzung widersprechen, dass die gelben Kanten einen minimal spannenden Baum ergeben, zusammen mit den grünen. Ja, weil wenn E kürzer als E' ist, dann könnte ich diese gelbe Kante E' streichen und stattdessen diese gelbe Kante haben und hätte mit grünen und gelben Kanten einen kürzeren Baum gekriegt. Aber Induktionsvoraussetzung ist, dass die grünen und die gelben Kanten zusammen einen spannenden Baum ergeben, einen minimal spannenden Baum ergeben.
Ergebnis, das Einzige, was sein kann, ist, dass E und E' gleich lang sind. Das ist die einzige logisch übrig bleibende Möglichkeit. Und das heißt, ich kann E' als gelbe Kante rausschmeißen und stattdessen E haben, so wie es jetzt hier angedeutet ist, E' rausgeschmissen und E. Und habe jetzt wieder einen leicht anderen minimalen Spannenbaum, von dem ich sicher weiß, also er erweitert die grünen Kanten, es ist ein Baum und er ist minimal spannend. Er ist deshalb minimal spannend, weil nach Induktionsvoraussetzung der erste Baum mit E' minimal spannend war und weil wir festgestellt haben, E' und E müssen gleich lang sein. Also hat dieser neue Baum, wo E' durch E ausgetauscht worden ist, exakt dieselbe Länge, Gesamtlänge wie der minimal spannende Baum vorher. Und das ist schon der ganze Beweis. Sie können im Wiki schauen, wenn man das verschriftlicht, wird die Sache natürlich wie üblich etwas komplizierter. Aber wenn man hier auf der Ebene von kleinen Bildchen bleibt mit ein paar Farben und dazu auf der Tonspur ein bisschen was sagt, ist die Sache jetzt gar nicht so dramatisch, denke ich. So, gibt es noch etwas zum Min-Spanning-Tree und Prims-Algorithmus zu sagen? Also Komplexität, dieselben Überlegungen wie bei Dijkstra. Wir fassen jede Kante einmal an, wir müssen laufend mit die Chris Key, also Kantenzahl plus Knotenzahl in Klammern mal Logarithmus Knotenzahl kommt auch hier wieder raus. Ein sehr, sehr schneller Algorithmus. Das ist übrigens sehr gut für komplexere Aufgabenstellungen. Sehr häufig macht es Sinn, eine etwas kompliziertere Aufgabenstellung, zum Beispiel mit Redundanzen und Ähnlichem, so zu lösen, dass im Lösungsalgorithmus öfters mal dieser einfache Algorithmus von Prim aufgerufen wird, um Teilprobleme zu lösen. Und da ist es natürlich von großem Vorteil, dass dieser Algorithmus sehr schnell ist, wenn er eine große Anzahl von Malen aufgerufen wird, dass jeder einzelne Aufruf dementsprechend sehr, sehr schnell ist. So, wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Zunächst einmal, wir haben das Problem jetzt uns angeschaut, minimal spannende Bäume zu basteln, haben dort eben die Kantenlängen als Kosten interpretiert. Die wollen wir natürlich minimieren. Es gibt sicherlich auch Situationen, wo wir die Kantenlängen als nicht als Kosten, sondern als Profite interpretieren können. Gewinn an Bandbreite oder Ähnlichem. Und dann ergibt sich natürlich, dass wir die entsprechenden einen Baum finden wollen, bei dem die Summe der Kantenlängen nicht minimiert wird, sondern maximiert wird. Und dass diese beiden Problemstellungen, minimale Gesamtkantenlänge, maximale Gesamtkantenlänge, die lassen sich auf sehr einfache Art und Weise ineinander überführen. Indem wir hier einfach die größte Zahl hernehmen, die vorkommt, oder eine Zahl größer, hier die 12 ist die größte Zahl, wir können auch die, zum Beispiel die 13 hernehmen, eins größer, und die ursprüngliche Kantenlänge auf jeder Kante davon abziehen, dann kriegen wir andere Kantenlängen heraus, wo sich die Reihenfolge genau umgekehrt hat, und das sind die Ergebnisse, und das Ergebnis hier ist jetzt, wenn wir einen Baum, der in diesem Graphen, mit diesen Kantenlängen, die Kantenlänge, Gesamtsumme der Kantenlängen maximiert, ist genau ein Baum, der mit den ursprünglichen Kantenlängen die Gesamtsumme der Kantenlängen minimiert. Also wir können diese beiden Problemstellungen, maximale Gesamtkantenlänge, minimale Gesamtkantenlänge, auf diese einfache Art und Weise ineinander überführen. Warum ist das so? Weil, wenn Sie sich hier der entscheidende Punkt ist, dass sämtliche spannende Bäume dieselbe Anzahl von Kanten haben.
Jeder, nämlich Anzahl Knoten minus 1. Wir haben ganz zu Anfang des Semesters mal mit Vollständigkeit bewiesen, dass für einen Baum gilt, die Anzahl der Kanten ist gleich Anzahl Knoten minus 1. Das heißt, alle Kanten haben die gleiche Knotenzahl. Entschuldigung, alle spannenden Bäume haben die gleiche Kantenzahl. Das bedeutet, wenn wir einen spannenden Baum haben, die ursprünglichen Kantenlängen werden alle negiert. Bei jedem spannenden Baum addieren wir die 13 genauso häufig, nämlich 5-mal. Bei jedem spannenden Baum, wenn wir hier einen minimal spannenden Baum hernehmen und die Kantenlängen so umwandeln, dann haben wir die 13 5-mal drauf addiert, weil jeder spannende Baum 5 Kanten hat. 65. Für jeden einzelnen spannenden Baum kommt oben drauf und ansonsten ist es genau die Umkehrung der Kantenlängen. Machen Sie sich klar, dass das nicht allgemein der Fall ist. Bei kürzesten Wegen zum Beispiel gilt das nicht so. Ja, da gilt dieses Argument nicht. Da können Sie einen Pfad mit 357 Kanten haben und einen anderen Pfad mit 568 Kanten. Das heißt, wenn Sie so eine Operation machen würden, dann würden Sie eben nicht diese 13 oder was da als Wert rauskommt, gleich häufig bei beiden Pfaden drauf addieren, sondern Sie würden das Ergebnis verfälschen, weil Sie unterschiedlich häufig diese Zahl drauf addieren. Bitte? Beim Primalgorithmus könnten Sie da einfach das Gleichheitszeichen umdrehen. Das ist richtig, aber wir wollen jetzt über den Primalgorithmus hinausgehen. Bitte? Wir wollen jetzt über den Primalgorithmus ein bisschen hinausgehen. Sie haben voll und ganz recht, beim Primalgorithmus könnte man das so machen. So, wir wollen jetzt gleich unzusammenhängende Graphen angehen. Wir können das mit Prim machen, wir werden jetzt aber einen zweiten. Es gibt zwei klassische Algorithmen für Minimalspannbaum, die in die AOD einfach reingehören. Also die überall auf der Welt sicherlich in jeder AOD oder vergleichbaren Veranstaltung gelehrt werden. Und der zweite Algorithmus, der ist sinnvoller formulierbar schon von vornherein auf unzusammenhängenden Graphen und ein klein wenig einfacher formulierbar auf, wenn wir maximieren wollen. Ja, dieser zweite Algorithmus, der Algorithmus von Kruskal, der setzt nicht wie der Algorithmus von Prim voraus, dass der Graph zusammenhängend ist. Das hatte ich ja eben gesagt. Wenn er nicht zusammenhängend ist, müssen wir in jeder Zusammenhangskomponente eben hier wieder das Neue machen, sondern der wird automatisch hier einen maximal spannenden Wald konstruieren. Also eigentlich ganz logische Terminologie, nicht? Kennen Sie auch von den Theorietestdaten. Mehrere Bäume ergeben einen Wald. Was vielleicht nicht ganz der biologischen Analogie hier entspricht, ist, wenn wir die Bäume durch weitere Äste miteinander verbinden, dass aus einem Wald dann wieder ein Baum wird. Diese Entsprechung gibt es ja in der freien Natur nicht. So, wie läuft jetzt der Algorithmus von Kruskal ab? Der läuft jetzt ein bisschen anders ab. Sie sehen das ja schon an dem Bild, das Sie sehen, dass das Bild jetzt nicht mehr so aussieht wie bei Prim und Dijkstra, sondern ein bisschen anders. Wir müssen eine andere Datenstruktur verwalten. Wir werden erst sehen, was diese Datenstruktur leisten muss. Und hinterher werden wir uns in einem zweiten Foliensatz ansehen, was diese Datenstruktur dann, wie man diese Datenstruktur dann tatsächlich effizient implementieren kann, sodass sie sehr, sehr gute Antwortzeiten hat. Das meine ich mit effizient. Das ist dann eine Datenstruktur, die nicht nur in diesem Algorithmus, sondern in sehr vielen anderen Algorithmen vorkommt, die also auch sehr grundlegend ist, so wie die anderen Datenstrukturen, die wir bisher gesehen haben, für die verschiedensten Zwecke, B-Bäume, Hash-Tabellen, Heaps und so weiter. Auch hier wieder eine grundlegende Datenstruktur. Diese Datenstruktur verwaltet Mengen, endliche Mengen. Oder genau gesagt, eine endliche Menge, die vorher festgelegt ist. Und sie verwaltet
Partitionen auf dieser Menge. Also die Menge besteht aus den Elementen V1 bis V6 und zerfällt in Teilmengen, die genau eine Partition ergeben. Das heißt, jedes einzelne Element ist in genau einer der Teilmengen drin. Und am Anfang sind diese einzelnen Teilmengen alle einelementig. Das heißt also, Initialisierung der Datenstruktur ist, jedes einzelne Element der Grundmenge ist eine Menge für sich. So, wir machen hier noch etwas, das ist hier erstmal nur angedeutet. Wir nehmen uns die Kanten her und sortieren sie nach der Länge. Also hier sind nur die Kantenlängen angedeutet, aber zu jedem dieser Elemente in dieser sortierten Sequenz muss natürlich noch die Information dazu sein, welches Kantenobjekt das jeweils ist, weil wir dann in der Reihenfolge auf die Kanten zugreifen wollen. Und so geht's los. Wir nehmen uns die erste Kante her, die schwerste Kante, wir wollen ja maximieren. Und da haben wir dann die 13, diese Länge, und die nehmen wir einfach hinein. Und Sie sehen, was sich hier auf der Seite ergibt, nämlich dass V3 und V5, diese beiden Mengen werden zu einer Menge vereinigt. V3 und V5 sind durch diese Kante jetzt zu einer Menge vereinigt. Und in der Ergebnismenge speichern wir die Kante V3, V5. So, jetzt geht's weiter. Die nächste Kante hat Länge 11. Die nehmen wir einfach wieder rein. Wir werden dann gleich noch Beispiele sehen, dass wir natürlich nicht jede Kante reinnehmen. Aber erst einmal, so am Anfang, ist es nicht untypisch, dass wir eine Kante nach der anderen reinnehmen. Und auch hier wieder die beiden Mengen miteinander vereinigen. V1 war noch einelementig, V4 war noch einelementig, wird jetzt zu einer zweielementigen Menge. Hier sehen Sie jetzt eine Vereinigung von V3, V5, V2, V3, V5. Hier, wenn wir die Kante mit der Länge 10 hernehmen und V2, dann ist diese Menge nicht mehr einelementig, sondern wir haben jetzt drei Elemente in dieser Menge. Und so geht das weiter. Die 9 nehmen wir hinzu und die beiden Mengen, die da dran hingen, an den beiden Endknoten dieser Kante. Die eine hatte zwei Elemente, V1 und V4, die andere hatte drei Elemente, V5, V3, V2, sodass dann die neue Vereinigungsmenge 5 Elemente hat. So, jetzt haben wir mal einen Fall, was kommt als nächstes ran? Die Kante mit der Länge 5, hier. Jetzt haben wir zum ersten Mal den Fall, dass die Sache anders ausgeht in einer Iteration, dass wir eine Kante nicht reinnehmen. Würden wir diese Kante reinnehmen, dann würden wir jetzt hier einen Zyklus schließen, nicht? Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen keine Zyklen drin haben. Wie kriegen wir raus, ob hier ein Zykel geschlossen ist, wenn wir diese beiden Knoten durch eine Kante miteinander verbinden? Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass wir in den bisher konstruierten grünen Kanten irgendwie uns durchsuchen, ja, mit den Algorithmen, die wir schon gesehen haben in den Live-Codings, von einem Knoten zum anderen hintenrum durch grüne Kanten gehen. Das wäre ein bisschen aufwendig, auch von den Antwortzeiten her nicht besonders gut, wenn wir große Graphen hätten. Aber das brauchen wir nicht. Genau an dieser Stelle kommt jetzt die Knotenpartition ins Spiel. Bisher haben wir die Knotenpartition immer nur mitlaufen lassen und gar nicht benutzt. Jetzt benutzen wir sie. Nämlich, wir stellen fest, diese beiden Endknoten V2 und V5 sind in derselben Partitionsmenge drin, sind in derselben Zusammenhangskomponente drin von dem, was wir bisher konstruiert haben. Also nicht Kante einfügen und die beiden Teilmengen miteinander vereinigen. Es ist ja dieselbe Teilmenge, die wir mit sich selber vereinigen würden, sondern diese Kante verwerfen und alles in dieser Iteration so lassen, wie es ist. Die Ergebnismenge so lassen, wie sie ist. Die Knotenpartition so lassen, wie sie ist. So, das ist jetzt also
das Prinzip nochmal kurz verschriftlicht. Wir gehen also die Kanten in dieser sortierten Reihenfolge durch. Und jedes Mal machen wir einen kleinen Test, eine kleine if-Abfrage. Wenn die Endknoten in unterschiedlichen Partitionsmengen sind, das war bis jetzt hier eigentlich immer der Fall, nicht? Dass diese Partitionsmenge, wo nur V2 drin war, diese Partitionsmenge, wo V3, V5 drin waren, waren zwei unterschiedliche, dann nehmen wir die Kante rein und sorgen dafür, dass die beiden Partitionsmengen dann zusammenkommen, vereinigen die beiden. Das heißt also, die Partitionsmengen geben uns immer an, welche Knoten immer in einer Zusammenhangskomponente sind von den einzelnen Bäumen, die so nach und nach zu einem Gesamtergebnis zusammenwachsen. Ja, und wenn sie doch in derselben Partitionsmenge sind, wie wir eben bei dem Beispiel gesehen haben, wird die Kante verworfen. So, Invariante. Jetzt eine völlig andere Invariante als eben bei Prim. Der Algorithmus funktioniert ja auch völlig anders. Nach i-Iterationen sind wir in der sortierten Reihenfolge durch die i-ersten Kanten durchgelaufen, haben wir sie alle behandelt. Was behandelt heißt, ist eben das, was wir eben gesehen haben. Was in einer Iteration halt mit der Kante passiert, entweder einfügen oder endgültig verwerfen. Ja? Wenn ich hier von verwerfen spreche, dann meine ich endgültig verwerfen. Wenn ich jetzt an dieser Iteration sage, diese Kante kommt nicht ins Ergebnis rein, dann gucke ich sie mir nie wieder an mit der Frage, ob ich sie nicht doch vielleicht ins Ergebnis rein soll. So. Das ist... ergibt sich aus das, durch das Ansehen des Codes, dass dadurch, dass wir immer nur nach Voraussetzung, also wir fügen ja nur zwei Zusammenhangskomponenten mit einer Kante zusammen. Wenn zwei unterschiedliche Zusammenhangskomponenten sind, wenn ich zwei verschiedene Zusammenhangskomponenten habe, die zykelfrei sind, und ich füge eine Kante zwischen den beiden irgendwo ein, zwischen zwei Knoten in den beiden Zusammenhangskomponenten, ist das Ergebnis offensichtlich ja auch wieder zykelfrei. Diese größere Zusammenhangskomponente. So. Die Kanten, die wir verworfen haben, sagt dieser Teil der Invariante, da haben wir recht gehabt. Wir können diese Kanten verwerfen, vorausgesetzt, dass die grünen Kanten, die übrig bleiben, eben am Ende einen minimal spannenden Baum bilden. Oder maximal spannenden Baum. Hier analog zur Prim. Jedes Zwischenergebnis ist in einem korrekten Endergebnis enthalten. Und über die Partitionsmengen müssen wir natürlich noch die Aussage machen, dass das die Zusammenhangskomponenten sind von den grünen Kanten, die wir bisher gesammelt haben. Das ist sicherlich durch einfaches Überlegen sofort klar, dass das die Zusammenhangskomponenten sein müssen, was die Partitionsmengen dann sind. So, wir sind noch nicht ganz durch mit dem Beispiel, aber da passiert jetzt auch nicht mehr viel. Die letzten beiden Kanten sind schon unnötig, überflüssig. So, alle Kanten durchgelaufen. So, warum? Also, der Punkt ist klar. Ergibt sich sofort aus der Implementation. Der Punkt ist klar, wir schließen keine Zykel. Wenn wir zykelfreie Zusammenhangskomponenten durch eine Kante zu einer gemeinsamen Zusammenhangskomponente verbinden, schließt sich kein Zykel. Der Punkt ist klar, wir schmeißen eine Kante ja nur raus. Wir haben sie behandelt, aber sie ist nicht aufgenommen worden, wenn sie einen Zykel schließen würde. Der Punkt ist auch klar, es ist wieder nur dieser Punkt, an dem alles hakt, warum die in einem maximal spannenden Baum enthalten sind. Und das habe ich jetzt hier in dem Foliensatz nicht weiter ausgeführt. Die Argumentation ist exakt dieselbe. Wir nehmen uns einen spannenden Baum. Nach Induktionsvoraussetzung wissen wir, es ist ein minimal
Die grünen Kanten lassen sich zu einem Minimalspannenbaum erweitern. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir verwerfen die Kante, die nächste Kante, dann ändert sich nichts, dann bleibt es dabei, dass die grünen Kanten, die sich ja nicht geändert haben, erweiterbar sind zu einem Minimalspannenbaum. Andere Alternative, wir fügen eine Kante hinzu. Wieder nach derselben Logik wie bei Prim, exakt derselbe Beweis. Sie können sich den Beweis hernehmen, wie wir den im letzten Foliensatz haben, und 1:1 ist es derselbe Beweis für Kruskal. Deshalb will ich den hier nicht noch weiter ausführen, das wäre einfach nur eine Wiederholung. So, gibt es an dieser Stelle konkret Fragen zum Algorithmus von Kruskal? Was jetzt noch übrig geblieben ist, warten Sie mal, das habe ich jetzt noch zu schnell gemacht, ich will noch mal ins Vollbild. Was jetzt noch übrig geblieben ist, ist diese Geschichte mit den Partitionsmengen. Was machen wir mit diesen Partitionsmengen? Welche Funktionalität muss die Datenstruktur uns bieten, damit wir sie in dem Algorithmus von Kruskal einsetzen können? Bitte? Okay, Sie können, gute Frage, Sie können Kruskal natürlich vorher abbrechen, wenn Sie mitverwalten, dass die Menge irgendwann vollständig geworden ist, ja. Damit können Sie es früher abbrechen, brauchen die weiteren Kanten nicht zu berücksichtigen. Man könnte Kruskal auch mit anderer Form hier, mit einer anderen Repräsentation implementieren, da würde man diese Möglichkeit des früheren Abbruchs nicht haben. So, also, wir brauchen einen Konstruktor, der so eine Menge reinbekommt, in irgendeiner Form als lineare Sequenz vielleicht, und der aus jedem einzelnen Element dieser Menge eine einelementige Menge macht. Und was wir dann machen, ist zwei Dinge. Das eine ist offensichtlich hier oben, wir vereinigen Mengen, und zwar nicht nur einelementige Mengen, sondern, wie wir dann hier gesehen haben, auch durchaus mehrelementige Mengen. Hier diese beiden mehrelementigen Mengen dann zu einer weiteren mehrelementigen Menge. Das ist das eine, was hier oben rechts offensichtlich ist. Das andere ist hier unten rechts. Wir brauchen eine Abfrage, eine Boolsche Methode, da stecken wir zwei Elemente der Menge hinein und bekommen True oder False heraus, nämlich ob die beiden Elemente in derselben Menge sind oder in unterschiedlichen Mengen. Ja? Hier zum Beispiel die Kante. Also von hier geht es ja los. Die nächste Kante in der sortierten Reihenfolge, das ist die Kante, hat Knoten V2 und V3. So wie wir die Kante in der Hand haben, haben wir auch die beiden Endknoten in der Hand. Wenn wir die Kantenklasse entsprechend implementieren, dass sie uns mit zwei Methoden die beiden Endknoten zurückgibt und können diese beiden Endknoten hier reinstecken, und kriegen dann von dieser Datenstruktur, die für uns momentan noch eine Blackbox ist, kriegen dann Informationen raus, V2, V3 waren vor diesem Bild in unterschiedlichen Mengen drin. Gut, jetzt müssen wir uns noch angucken, wie wir so eine Datenstruktur so realisieren, dass die Antwortzeiten dieser Datenstruktur möglichst schnell sind. So, im Prinzip brauchen wir sowas, nicht? Das ist immer die Art und Weise, wie man da vorgehen kann. Wir wissen aus den Algorithmen, die wir da haben, was die Datenstruktur leisten soll, das heißt also, was für Methoden sie haben soll, und setzen das erst einmal in ein Interface hinein, ja? Es gibt keinen Grund, das nicht generisch zu halten, also halten wir es wieder generisch, und ich nenne das Menge von Mengen. Ist vielleicht nicht besonders präzise, diese Formulierung. Partitionsmengen oder irgendwas, das Wort Partition könnte vielleicht sinnvollerweise hinein, damit klar ist, es ist nicht irgendwie beliebige Mengen von Mengen, sondern wirklich eine Partition der Grundmenge. Also hier war ich ein bisschen nachlässig bei der Namensgebung dieses Interface. So, wir haben eben gesehen, wir brauchen eine Boolsche Methode, die
die wir dort auf dem Foliensatz in same set genannt haben, die zwei Elemente der Menge zurückbekommt als Parameter. Und wir brauchen eine Methode unite, vereinige, wo wir natürlich auch uns das Leben einfacher machen wollen. Wir haben aus jeder der beiden Mengen, die wir vereinigen wollen, ein Element in der Hand. Nämlich das sind die beiden Endknoten der Kante, die wir einfügen wollen. Wir wollen einfach unite so implementieren, dass wir als Parameter diese beiden Endknoten haben und alles andere weitere soll die Klasse selber realisieren. So. Wir machen aber jetzt eine kleine Abänderung. Also das ist das, was wir eigentlich haben wollen. Wir machen eine kleine Abänderung. So finden Sie die Datenstruktur in der Literatur, auch unter diesem Namen. Sie heißt Union Find Datenstruktur, auch wenn in deutschen Lehrbüchern, glaube ich, werden Sie typischerweise diese halb deutsch, halb englische Begriffsbildung finden, Union Find Datenstruktur. Wir werden auch gleich sehen, dass das beides miteinander kompatibel ist, dass das eine auf das andere zurückführbar ist. Und zwar, was ist hier? Hier ist es noch so, dass jeder, das werden wir gleich in der Implementation sehen, dass jede dieser Teilmengen, jede dieser Partitionsmengen da drin einen Repräsentanten hat. Ein Element, was für die ganze Teilmenge, für die ganze Partitionsmenge steht. Und find, da geben wir ein Element der Grundmenge rein und kriegen als Rückgabe den Repräsentanten der Teilmenge, die zu der LM gehört. Also bei Unite-Schritten wird dann ein neuer Repräsentant herauskommen, aber solange es kein Unite gibt mit einer Teilmenge, bleibt der Repräsentant derselbe. Und Unite ist vereinige, ist natürlich klar, so wie bisher auch, da hat sich nichts dran geändert. So, die beiden Interfaces, das eine kann man durch das andere implementieren, nämlich wenn wir Set of Sets haben wollen, mit den beiden Methoden, die wir in dem Interface Set of Sets haben, in Same Set und Unite. Unite ändert sich nichts, wird einfach durchgereicht. Und im Same Set müssen wir durch Find implementieren. So, wir haben jetzt also eine Implementation von Set of Sets in Form von einer Union Find Datenstruktur. Das ist ein Adapter, Designmuster Adapter, Entwurfsmuster Adapter. Und haben ein solches Objekt der Union Find Datenstruktur hier drin, den wir im Konstruktor übergeben. Also wir haben eine Implementation von Set of Sets, die innen drin ein Objekt der Union Find Datenstruktur drin hat, sodass innerhalb dieser Implementation eigentlich die Union Find Datenstruktur alle Arbeit macht. Und die Adaption von Set of Sets auf Union Find ist ganz einfach. Hier unten beim Unite ist es ganz einfach, weil wie gesagt, es ist dasselbe. Unite von Set of Sets ruft Unite von Union Find auf und fertig mit denselben Parametern. In Same Set ist ein klein bisschen anders. Wir wollen ja eine Methode haben, wo wir zwei Elemente reinsetzen. Die entweder in derselben Teilmenge oder in unterschiedlichen Teilmengen sind. Und genau das als Information soll zurückkommen, ob sie in derselben oder in unterschiedlichen Teilmengen sind. Hier kommt jetzt die Logik rein, was das Find leisten soll. Das Find soll für ein Element den Repräsentanten von seiner Teilmenge zurückliefern, in der dieses Element drin steht. Und wenn LM1 und LM2 in derselben Teilmenge momentan sind, dann haben sie natürlich denselben Repräsentanten. Das heißt, die beiden Rückgabewerte dieser Repräsentant, dieser Teilmenge, dieser Rückgabewert, diese Teilmenge, dieser Repräsentant sind gleich. Und hier wird gleich zu true. Wenn sie in unterschiedlichen Teilmengen sind, dann kommt hier natürlich ein anderer Repräsentant raus als hier, aus zwei unterschiedlichen Teilmengen, die ja elementfremd sind.
Deshalb müssen da zwei unterschiedliche Repräsentanten rauskommen. Es geht gar nicht anders. Und in dem Fall würde hier false rauskommen. Also so auf diese Art in same set zurückgeführt auf find von union find. So, und damit gehen wir jetzt um mit diesem Interface union find. Schauen uns an, wie das zu implementieren ist. Mit dem find, was für ein gegebenes Element den Repräsentanten zurückliefert, und UnionHide brauche ich, glaube ich, nichts nochmal zu sagen. So, wie funktioniert das? Wir wissen vorher, was die Grundmenge ist. Der Konstruktor gibt schon die Grundmenge rein. Das heißt also, in dem Moment, wenn wir das Objekt von der UnionFind-Datenstruktur konstruieren, wissen wir schon, wie viele Elemente die Grunddatenmenge hat. Ja, das wäre bei uns die Knotenmenge des Graphen. Wir wissen einfach, wie viele das sind. Und da kommen auch nicht im Laufe des Algorithmus mehr dazu. Kann man natürlich so die Datenstruktur modifizieren, dass man erlaubt, dass im Laufe der Zeit auch noch mehr hinzukommt. Ist auch nicht so schwer, das zu machen. Ist, denke ich, relativ offensichtlich, wie man das machen müsste. Uns geht es hier nur um das Grundprinzip, dass das verstanden ist. So, für jede einzelne Teilmenge haben wir eine Array-Komponente, die im Laufe der Zeit dann schrittweise leer werden. Und am Anfang ist jede einzelne Array-Komponente voll, nämlich mit einer einelementigen Menge. Und diese Mengen implementieren wir in einer Form, wie wir sie seit Anfang des Semesters gut kennen, nämlich als lineare Listen, die jetzt jeweils nur ein Element haben. So, was es damit auf sich hat, werden wir gleich sehen. Wichtig ist erstmal das hier. So ist die Initialisierung. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Vereinigung bedeutet, wer hier 4 und 1 vereinigt, bedeutet, dass wir eine der Mengen an die andere dranhängen. Eine der Listen wird an die andere Liste hinten drangehängt. Nächste Vereinigung, 6 und 7. Eine wird an die andere drangehängt. Nächste Vereinigung 2 und 3. Eine von den beiden wird an die andere hinten drangehängt. Nächste Vereinigung die 5, 4 hinten dran. Hier ist jetzt zum ersten Mal ein wichtiger Punkt dabei. Wenn wir zwei Mengen vereinigen, dann haben wir natürlich, wenn es beide Listen sind, die wir aneinander hängen wollen, haben wir natürlich die Auswahl. Welche Liste hängen wir an die andere Liste ran? Die Logik, wir werden gleich sehen, warum das die richtige Logik ist. Wir werden immer die kürzere Liste an die längere anhängen. Niemals umgekehrt. Also bisher war das immer so, hier, dass beide Listen gleich lang sind. Da ist es egal, welche Liste wir wo ranhängen. Und hier zum ersten Mal greift die Regel, immer die kürzere an die längere ranhängen. Hier greift diese Regel nochmal. Diese zweielementige Liste wird an die dreielementige rangehängt. Und so weiter und so weiter und so fort. So. Jetzt haben wir gesehen, was auf der Seite hier passiert. Was geht hier auf der Seite vor sich? Hier merken wir uns, gehen wir nochmal zurück, hier merken wir uns immer den Repräsentanten jeder dieser Mengen. Dort, wo das Element ursprünglich stand. Am Anfang sind alle Mengen gleich einelementig, das heißt, es gibt jeweils nur einen möglichen Repräsentanten. Die Menge mit dem Element 1 kann nur die 1 als Repräsentanten haben. Die Menge mit dem Element 8 kann nur die 8 als Repräsentanten haben und so weiter und so fort. So, hier sehen Sie jetzt, ändert sich was. Die 1, diese Menge ist an diese Menge dran gehängt und gibt ihren Repräsentanten auf. Für die 1 ist ebenfalls jetzt der 4 der Repräsentant und dafür schreibe ich die 4 hier hin. Ich muss also nur hier rechts bei der 1 hingreifen und sehe, die 4 ist der Repräsentant. Das geht jetzt genauso weiter. Die 6 hat jetzt die 7 als Repräsentanten, als das erste Element der jeweiligen Menge, der jeweiligen Liste. Die 3 hat die 2 als Repräsentanten, die 5
die 4 jetzt als Repräsentanten, das erste Element. Hier sehen Sie jetzt zum ersten Mal, 2, 3 wird an 4, 1, 5 dran gehängt. Und bei jedem dieser Elemente, bei der 2, bei der 4 selber natürlich, bei der 1, bei der 5, bei der 2, bei der 3, überall ist die 4 der Repräsentant. Und so weiter und so fort, halt. Sodass das Find jetzt sehr einfach implementierbar ist. Das Find ist ganz einfach implementierbar, nämlich wir bekommen das Element, zum Beispiel die 3, rein und gucken hier, was steht hier, und das geben wir einfach zurück. Ende von Find. Ganz, ganz einfache Implementation. Im Grunde ein Einzeiler. Und hier sehen Sie das auch, Find von 5, erstes Element der Sequenz hier. Unite haben wir gesehen, ist ganz einfach. Das Einzige, was Sie hier beim Unite noch machen müssen, ist natürlich, wenn Sie hier die 2, 3 an die 4, 1, 5 dranhängen, dass Sie hier bei 2 und dass Sie hier die zweite Liste durchgehen, diese beiden gelben, und hier auch jeweils 4 als Repräsentanten reinschreiben. Also den alten Repräsentanten, die 2 durch den neuen ersetzen. Bei den anderen 3, 4, 1, 5 war ja schon vorher der Repräsentant die 4, da brauchen Sie nichts machen. Bei dem zweiten müssen Sie da was machen. So, in der Literatur finden Sie häufig noch die Implementation, die will ich nicht unerwähnt lassen, dass Sie statt einer solchen weiteren Arrays hier von jedem einzelnen Listenelement einen Rückwärtspointer haben, hierhin, von dem Sie dann aus dann, das könnte auch natürlich der Index im Array sein, von dem Sie dann aus unmittelbar auf das vorderste Element zugreifen können. Ja? Sie wollen den Repräsentanten der 2 haben, dann innerhalb der Datenstruktur wird auf das Element zugegriffen, dann hierhin und dann auf die 4. So kann man den Zugriff auf den Repräsentanten auch implementieren. Beides hat konstante asymptotische Komplexität. So, asymptotische Komplexität. Wir haben davon gesprochen gerade. Find hat konstante asymptotische Komplexität. Brauchen wir also nichts weiter dazu zu sagen. Was ist die asymptotische Komplexität eines einzelnen Aufrufs der Methode Unite? Was machen wir denn da? Gut, wir hängen die beiden Listen aneinander an. Aber wenn wir bei jeder Liste noch immer einen Pointer auf das letzte Element speichern, dann ist das Anhängen der einen Liste an die anderen Liste und dann entsprechend die Aktualisierung des letzten Elements, des Pointers auf das letzte Element, auch konstante Komplexität. Das ist nicht der Punkt. Aber wir haben ja gesehen, der Rückwärtspointer bzw. in der anderen Implementation mit dem zweiten Array auf der rechten Seite der Bilder, da müssen wir durch die zweite angehängte Liste, durch jedes Element durchgehen und jeweils mit konstanter Komplexität für dieses Element etwas machen. Und was machen wir? Das ist jetzt wieder ein bisschen vielleicht von hinten durch die Brust ins Auge argumentiert, aber die Argumentation geht auf. Denken Sie sich ein einzelnes Element, irgendeines. Das ist am Anfang einelementig. Das kommt in immer größere wachsende Listen, bis am Ende alle Elemente in einer einzigen Liste drin sind. So, und dieses Element müssen wir nur dann anfassen, um den Rückwärtspointer umzubiegen, beziehungsweise um den Repräsentanten anzupassen. Nur dann, wenn wir dieses Element mit seiner aktuellen Liste hinten an eine andere Liste ranhängen. Und jetzt kommt der Punkt, warum es wichtig ist, dass immer die kürzere Liste an die längere Liste rangehängt werden muss. Muss natürlich nicht, aber für die Komplexität ist es wichtig. Denn wenn Sie sich dieses eine Element in Gedanken hernehmen, was mit dem so passiert, bei jedem Unite-Schritt, bei dem dieses Element angefasst wird, ist es in einer Liste, die höchstens so groß ist wie die vorangegangene Liste, wo es angehängt wird. Das heißt, die Liste,
in der dieses Element ist, wird bei jedem Unite-Schritt, bei dem dieses Element angefasst wird, mindestens verdoppelt in ihrer Länge. Wenn das Element, das wir uns jetzt hier in die Hand nehmen, vorher in einer Liste der Länge 311 war und wir hängen diese Liste woanders dran und müssen mit diesem Element was machen, dementsprechend, dann ist die Listenlänge hinterher, wo dieses Element drin ist, mindestens 622, mindestens. Und Sie wissen, was Verdoppelung bedeutet. Verdoppelung in jedem Schritt bedeutet, wir können maximal logarithmisch viele Schritte haben. Unser guter Freund, der Logarithmus, taucht hier wieder auf. Wir haben für jeden Feind-Aufruf konstante Komplexität. Wir können insgesamt nur Anzahl Elemente, viele Unite-Schritte haben. Mehr geht ja gar nicht als so viele. Die Argumentation ist andersrum. Wir nehmen uns ein einzelnes Element her. Ein einzelnes Element kann nur Logarithmus von Elementezahl oft angefasst werden. Mit Rückwärtspointer umbiegen oder so etwas. Und wie viele Elemente haben wir? N viele. Das heißt, für jedes Element maximal Logarithmus von Elementezahl. Und das ist natürlich wieder eine sehr, sehr gute Komplexität. Sie erinnern sich, wie langsam die Logarithmusfunktion wächst. Und damit ist diese Union-Find-Datenstruktur auch vollständig erklärt. Haben Sie an dieser Stelle Fragen, Anmerkungen noch? Gut, dann sind wir mit dem Thema minimal spannende Bäume, maximal spannende Wälder und so weiter inklusive Union-Find durch. Ich möchte die Zeit noch nutzen, um Sie ein bisschen einzustimmen, zumindest in das nächste Thema. Wir werden uns jetzt noch mit zwei dickeren, größeren Themen befassen. Wir werden jetzt nochmal das Thema Komplexität aufrufen, aber in einer völlig anderen Form, als Sie es bisher kennengelernt haben, nämlich in der Form, dass nicht nur Algorithmen eine gewisse asymptotische Komplexität haben, sondern dass die algorithmischen Problemstellungen eine gewisse Mindestkomplexität haben. Das heißt, Sie können machen, was Sie wollen in diesem Universum mit dieser Art von Rechner, wie wir sie heutzutage kennen. Es wird nicht möglich sein, Algorithmen zu basteln, die besser sind als diese Mindestkomplexität. Das wird der erste größere Block sein. Eine der Glanzleistungen der theoretischen Informatik aus dem Anfang der 70er Jahre. Und der zweite Punkt wird dann sein, also wir werden feststellen hier, dass es Probleme gibt, die richtig extrem schwer zu lösen sind. Nicht die Probleme, die wir bisher gesehen haben, sondern andere Problemstellungen, die wir jetzt dann sehen werden. Und in dem zweiten größeren Block wird es darum gehen, einführenderweise nur, was kann man denn mit diesen schwierigeren, komplexeren Problemstellungen machen? Jetzt geht es erst einmal nochmal ein bisschen um asymptotische Komplexität. Also, wir kennen die asymptotische Komplexität von einzelnen Algorithmen. Da bei jedem Algorithmus haben wir uns das ja immer wieder nochmal vergegenwärtigt. Wie schnell läuft er denn asymptotisch? Aber es gibt auch, man kann sich auch die weitergehende Frage stellen, ja, zum Beispiel sortieren wird gleich ein Thema sein. Da kriegt man ums Verrecken keinen Sortieralgorithmus hin, der besser als n log n ist. Und man kann sich die Frage stellen, ja, Merge Sort zum Beispiel ist n log n, aber was Besseres kriegt man einfach nicht hin. Man kann sich die Frage stellen, ist es überhaupt möglich, einen besseren Algorithmus als n log n zu basteln für das allgemeine Sortierproblem? Und die Antwort, die wir hier geben werden, ist nein. Sie brauchen nicht zu versuchen, einen Algorithmus zu finden, der schneller als Merge Sort asymptotisch ist, also besser als n log n. Es wird nicht funktionieren.
Das kann man mathematisch beweisen, ist nicht so dramatisch, werden wir uns hier antun. So. Genau dieser Punkt. Wir gucken uns das Sortierproblem an, dafür haben wir das allgemeine Sortierproblem. Dafür haben wir vier Algorithmen gesehen: Bubble Sort, Selection Sort, Merge Sort und Quick Sort. Und das Beste, was wir daraus gekriegt haben, ist n log n. Und die Aussage dieser Folie ist, dass das auch das Beste ist, was man überhaupt kriegen kann. Wir haben noch einen fünften Algorithmus gesehen: Bucket Sort. Aber das war eben nicht, Bucket Sort war nicht für den allgemeinen Fall. Bucket Sort ist ein Algorithmus zum Sortieren, der nur funktioniert in bestimmter Situation, nämlich wenn die Eingabeelemente Strings sind über irgendeinem beliebigen Alphabet und die Sortierreihenfolge lexikografisch sein soll. Nur dann funktioniert Bucket Sort. Hier geht es jetzt um das generische Problem, was von Bubble Sort, Selection Sort, Merge Sort und Quick Sort gelöst wird. Was heißt generisch? Das Einzige, was wir haben, ist die Methode Compare vom Comparator. Ansonsten haben wir keinerlei Zugriff auf die Elemente. Also paarweise Vergleiche. Wir stecken zwei Elemente in Compare hinein und bekommen die Information, das erste ist größer als das zweite oder das zweite ist größer als das erste oder beide sind gleich. Das ist paarweise Vergleich. Wir können immer nur zwei Elemente hernehmen, gucken, sind die, wie verhalten die sich zueinander. Mehr nicht. Ich hatte übrigens mal eine mündliche Prüfung, da hat die Studentin dann, als es um einen dieser Sortieralgorithmen ging, ich glaube Quicksort, vorgefertigt einen Haufen von kleinen Papierkärtchen hingelegt, jeweils eine Zahl drauf und aber umgekehrt, sodass die Zahl also nach unten verdeckt war und hat dann angefangen, Quicksort dann tatsächlich mit paarweisen Vergleichen, so wie beim Memory-Spiel, zwei aufheben, vorzuführen. Also war von uns nicht so gedacht. Wir haben natürlich gleich die Zettel konfisziert dann für die nächsten Prüfungen. Die Studentin brauchte die nach dieser Prüfung natürlich nicht mehr. Sie ist mit einer 1 rausgegangen. Nicht nur deswegen. Gut. Warum ist das so? Da brauchen wir ein paar Überlegungen, um dahin zu kommen. Das will ich nur noch ganz kurz anschneiden. Das werden wir heute nicht mehr machen, aus Zeitgründen natürlich. Außerdem nehme ich an, ich bin nicht der Einzige, bei dem die Konzentration schon deutlich abgesunken ist. Von welchem Ausgangsniveau auch immer. So, hier vielleicht noch der letzte Punkt, auf den werde ich aber beim nächsten Mal selbstverständlich nochmal zu sprechen kommen. Wenn wir eine untere Schranke berechnen wollen für irgendwas, für einen Algorithmus oder auch für die Problemstellung, also für das Beste, was man mit Algorithmen kriegen kann, dann können wir uns das Leben in gewisser Weise einfacher machen. Wir brauchen nicht sämtliche Operationen zu zählen, sondern wir können uns darauf zurückziehen, dass wir nur die paarweisen Vergleiche zählen, also die Aufrufe von Compare. Ja, wenn die schon nicht besser als n log n möglich sind, dann wird der Gesamtcode nicht besser als n log n möglich sein. Logisch. Und wir können uns auch die Sache dahingehend einfacher machen, dass wir nicht jeden möglichen Input betrachten müssen, egal wie der aussieht, sondern dass wir uns einfach bestimmten einfach strukturierten Input hernehmen können und den betrachten. Zum Beispiel nur die Permutationen der ersten n-Zahlen. Wenn da schon auf diesen Inputs nichts Besseres als n log n rauskommen kann, dann wird auch bei beliebigen anderen Inputs nichts Besseres als n log n herauskommen. Und wir können auch die Problemstellung an sich vereinfachen. Aber ich würde mal sagen, dass angesichts der fortgeschrittenen Zeit werden wir uns das in aller Frische dann mit etwas frischerem Geist dann beim nächsten Mal diesen Gedankengang nochmal, der etwas komplizierter ist als die ersten beiden Gedankengänge, uns dem dann entsprechend widmen.
Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss an dieser Stelle. Ich möchte mich wie immer für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und dann Ihnen noch eine schöne Restwoche wünschen.